Ich bin der Stefan. Ich bin der Tom und heute geht's um Elektroniker und Wasser. Keine gute Kombination. Ganz genau. Da ist mir vor kurzem mal was passiert. So ein Mist! Sowas kann den Vega-Geräten nicht passieren, weil die sind nämlich wasserdicht. Außer natürlich, ich mache den Deckel mal nicht ganz drauf. Dann kann da ja Wasser reinlaufen. Und genau in die Situation habe ich mir auch gedacht. Und deshalb ist die Elektronik nämlich vergossen und somit wasserdicht. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die gute Elektroniker aus dem Prüffeld kommen hier an den Kit-Tester, wo sie zusammengesteckt, also verheiratet und in die schwarze Becherelektronik eingesetzt werden. Nachdem die Elektronik eingesetzt wurde, werden sie aufs Zuführband für den Kit-Tester gesetzt. Der Greifrahmen nimmt die Elektronik, setzt sie in die Schublade ein und wenn die Schublade voll ist, werden die Elektroniker Kit getestet. Die gut geprüfte Elektronikbecher, die kommen dann auf Warenträger und diese werden dann an der Vergussmaschine vergossen. Die fertig geprüfte und für gut befundene Elektroniker aus dem Kit-Tester kommen nun von links hier in die Vergussanlage hinein und werden vergossen. Die Anlage vergießt immer zwei Elektronikbecher miteinander und mit einem Zwei-Komponente-Vergussmaterial, welches dann anschließend im Ofen bei 60 Grad und 6 Stunden aushärtet. Umluft. Danach sieht es ungefähr so aus, immer noch ziemlich weich, aber komplett trocken. So, jetzt schauen wir uns das Ganze noch an einem praktischen Beispiel an. Ich habe hier einen Wechselblinker, der nicht vergossen ist und den halte ich jetzt einfach mal ins Wasser. So, wie man sieht, da geht gar nichts mehr. Das Ding ist kaputt. So, und ich habe jetzt einen Wechselblinker, der ist vergossen mit der Vergussmaße der Elektronik und den halte ich mal rein. Dann schauen wir, was passiert. Und wie man sieht, er blinkt noch. So, hier habe ich jetzt noch einen Radarsensor von uns. Die Elektronik ist vergossen und in den schütten wir jetzt einfach mal ein bisschen Wasser rein. So. Und jetzt messen wir den Füllstand in der Flasche. Jawohl, funktioniert. Wie man sieht, funktioniert der Sensor noch und liefert ein zuverlässiges Ergebnis. Das bedeutet Messsicherheit in allen Situationen.